Hallo? Ronny, ja, jetzt sag mal, wie war denn heute Morgen dein Termin? Du warst doch hier bei Dr. Gliedmund Schwellbach, ne? Ich hatte heute einen Termin bei Dr. Gliedmund Schwellsack. Und der hat gesagt, meine Testifizierung ist fast komplett. Und das ist auch ein richtiger offizieller Arzt. Das ist ein richtiger offizieller, naja, ein Doktor ist es. Ja, und wo warst du da? Warst du in der Arztpraxis oder warst du in irgendeinem Hinterhof? In so einer Gärtnerei haben wir uns in der Gärtnerei, also müssen wir sagen, dass ein seriöser Arzt in der Gärtnerei seine Patienten untersucht. Das müssen wir sagen. Ja, gut, der ist ja Doktor der Botanik. Doktor der Botanik. Ich dachte, es wäre ein richtiger Arzt für Menschen. Du hast gesagt, Greis besorgt dir einen Menschenarzt. So ein Pflanzenarzt, aber... Du bist aber keine Pflanze, Ronny, du bist ein Mensch. Der ist aber spezialisiert auf Toastafizierungen. Das... kein... Mir wurde das zugesichert. Das ist Bull. Ich habe sogar einen Sonderpreis bekommen. Wo hast denn du einen Sonderpreis? Ja, jetzt geh mal hier ran und schubst das mal an hier. Du musst mal hier die Sachen wieder... Ronny, runter. Greis. Dr. Gliedmund. Hä? Dr. Gliedmund, was? Wo ist Dr. Gliedmund? Was ist los? Schubst mal das Ding mit dem Schild an, Greis. Ich schub's hier bei der Rocket Shield. Wie geht denn das? Ah. Du bist der Rocket-Experte. Okay. Aktivier da mal hier den Ballo. Was habt ihr hier gemacht? Naja, wir machen harte, echte Arbeit. Und was soll das jetzt mit Dr. Gliedmund? Wie, Dr. Du Gliedmund? Du hast gesagt, ist OP renommierter Keys, Arzt? Ich verstehe es. Wir sollten Ronny mal durchchecken lassen. Ich bringe ihn zu einem echten Arzt. Das ist ein echter Doktor. In einem Gewächshaus. Wo der praktiziert, das sagt doch nichts über einen Doktor aus. Das sagt eine Menge aus. Also, ich find's nicht cool, du mit Dr. Gliedmund, ne? Ich war wirklich mal bei einem Arzt, der hat quasi zu Hause in seinem Wohnzimmer praktiziert. Ey, deine Hinterhofgassenärzte sind keine echten Ärzte. Hallo, das sind Profis? Ja, das sind vielleicht war er mal ein Arzt, aber dann hat er irgendwas Schreckliches getan und hat seine Zulassung verloren. Okay, das Ding ist voll. Okay, Ding ist voll. Die Reise geht weiter. Die Journey beginnt. Die Journey geht weiter. Hier, die Kugel geht hier rein. Das Easter Egg. Es ist so verdammt schwierig und sexy. Boah, es ist wirklich hart. Aber Ronny hat ja bis hierhin gut gespielt. Achtung, also. Irgendwo von hinten könnt ihr auch kommen, ne? Ja, aber hinten ist noch zu. Ist das Swollen Second. Pass am besten hinten immer ein bisschen auf. Also du willst mir erzählen, Dr. Gliedmund Schwellbach wäre ein seriöser Arzt mit so einem Namen. Gliedmund ist ein seriöser Name. Es gibt nur zwei Menschen, die aktuell so heißen. Man schätzt es, also kann es nicht mal genau sagen. Und du willst mir sagen, du hast einen davon... jetzt irgendwie als Hausarzt. Gliedmaus. Ja, er untersucht deine Haut und deine Toastafizierung. Das ist ein Wunder, dass Ron überhaupt noch lebt. Die Leute machen sich auch Sorgen, ne? Es gibt eine Bewegung. Es gibt eine große... Oh, der ist durch. Aber ist, oh, geil. Let's go. Gliedmund, Schwellmann. Hier, schnell in den Lift. Alter, jetzt kommt das Ding, wo wir gestern abgenippelt sind. Genau, ne? Jetzt kommt die Ecke, wo es vorbei war. Hier war es vorbei. Ich glaube, ich nehme Mustang und Sally mit, oder? Ja, schieß alles weg. Nur wir müssen im Ring sein. Die Zombies müssen gar nicht im Ring sein. Also wir können auch... Oh, Insta. Wir können also hier alles wegfetzen. Guck, die sind nicht im Ring und es zählt trotzdem. Das war unser Fehler. Ich habe es erst so ein bisschen zu spät bemerkt. Oh, okay. Schon voll. Wir können... Ich lauf weg. Ja, lauf weg. Wohin? Ich weiß nicht, die Kugel hier, sie fliegt vor mir her. Gut. Sie fliegt gegen den Lüftungsschacht. Folge dem Ballsack. Der Ball, er fliegt davon. Wo ist er hin? Naja, eine Runde will er noch, der Ballsack. Da drüben, zu den Docks, zu den Balldocks. Ist er drüben an den Balldocks? Drüben an den Balldocks. Hier, direkt auf der Treppe. Oh Gott. Rampe. Okay, jeder eine Seite, oder wie? Naja. Machst du oben, ich mach unten, oder? Oh gut, ich mach oben. Naja, ich mag's auch oben, also... Guck mal, zählt der auch, wenn ich ihn ganz da hinten erwische? Ja. Ja, okay, gut. Okay, das ist, wenn man sowas weiß, ist schon mal ein bisschen leichter, muss man schon sagen. Wir hatten halt einfach auch wieder Schweineglück. Muss man einfach so sagen, dass wir überhaupt bis hier hingekommen sind. So. Da hinten kommt schon einer angewackelt. Gustavo Gliedmund. Och, oh nein. Nein. What? Okay, ich kümmere mich um den und hau hier noch einen Affen hin. Als Ablenkung. Ach, hier ist Sally und Mustang, Junge. Raygun, Junge. Komm schon. Wir kriegen so viel Max-Ammo die ganze Zeit. Ja, das ist so geil. Aber wenn dann der Boss kommt, sagt er keinen Tropfen. Gratis-Perk. Doppelte Punkte höre ich heute schon zum 40. Mal. Ohne Kack. Glaubst du, er macht noch eine Runde hier? Der Geisterhoden? Ich weiß nicht. Der Belgische. Okay, was geschieht? Er ist voll. Kann man den aufsammeln? Oder ist er weggeflogen?
Oh, erstmal hier raus. Siehst du ihn irgendwie noch, oder? Nee. Ah ja, da hinten, da hinten. Noch eine Runde. Noch mehr Doc. In Auschwitz for everyone? Hat er das gerade wirklich gesagt? Was? Ein Ausschnitt? Nee, Auschwitz for everyone. Jetzt gehen heute nach Auschwitz. Es Richthofen. Und jeder macht mit. Es Richthofen. Ist das wieder Max Ammo? Ah, nee. Zählen Nuke-Zombies auch? Achtung, von der Seite. Alter, guck mal, wie viele Perks liegen hier die ganze Zeit. Das ist irgendwie die Wunderrunde heute. Ich bin vollkommen fasziniert. Ach, den Nuke ist er voll? Er ist voll. Achso, der ist schon wieder voll. So. Ist er irgendwo wieder hingeflogen? Hunde will er nicht, ne? Was kommt hier? Eine Daumenrunde. Bis man ihn aufheben kann. Okay, ich sehe ihn aber jetzt hier nirgendwo. Und wo kann man denn aufheben? Das steht hier nicht. Es steht nur, bis man ihn aufheben kann. Alles klar, ein neues Rätsel. Die Boys ermitteln. Die Rätselboys. Die Riddle Boys. Joey Riddle und seine Jungs ermitteln. Riddle Boys and Toys. Ich schätze mal, geh einfach nochmal in den Raum, wo er am Anfang lag halt. Vielleicht ist er da jetzt. Denkst du? Okay, also... Ey, die wollen nur dich. Ich laufe hinter den Hunden her. Als wäre ich einer von ihnen. Amy und die Wildschwänze. Okay. Gänse. Amy und die wilden Schwänze? Was? Die wilden Schwänze. Die auch hier im Jahr 2020. Wo waren denn aber beim bite Strom, back, ne? Ey. You bite the fry bites back, my man. Okay, was? Warte mal, der war irgendwie hier unten. Close to the Strom. Nö, hier ist nix. Hier ist kein Ballmund. Kein Ballmund? Also bis... gibt's noch eine Runde? Ist er noch irgendwo hier und tangled? Weiß es nicht. Alter. Ich renne hier noch ein bisschen durch die Gegend. Alter, was? Ey, Vorsicht, 40 Dogs. 40 Dogs, ich bin fast tot. Sind die 40 Dogs? Alter, Hunde sind ja so asozial. Beim Endgegner laufen dann wahrscheinlich auch noch Hunde rum oder so, was ekelhaftes. Alles, alles. Du wirst alles kriegen. Okay. Ich hab keine Ahnung. Also ich finde hier im Moment nichts. Hans-Josef Gliedmund. Nee, ich weiß auch nicht, wo Mr. Gliedmaul ist. Oder ist das vielleicht oben? Kann der nochmal oben? Gondoliere so? Oh, das könnte sein. Sollen wir mal hochgondeln? Obwohl, wenn wir beide hochgondeln, ich glaube, das wird richtig unangenehm. Keine Ahnung. Ich glaube, es kommt schon wieder so ein DJ-Taucher, ne? Echt? Irgendwas habe ich gehört, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Aber es kann gut sein, dass er von den Docks hochgeflogen ist und wir deswegen nicht so schnell gesehen haben. Gondel ist da. Sollen wir beide hoch? Müssen wir, oder? Obwohl. Ja. Ja. Ja, müssen wir. Komm rein, komm rein, komm rein. Oh, ist cool, oh nein, down. Cool. Geh raus. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Achtung, Hunde. So, jetzt müsste es eigentlich gehen, oder? Ja, komm rein, schnell, ich hab einen Affe. Sehen wir uns wieder? Sehen wir uns wieder, mein Freund? Nein. Nein, ich glaube nicht. La 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 la. Mirabella. Pizza-Mode. Tingalingaling, tingalingaling. Tingalingaling, Mirabella. Oh, da ist er ja, schon. Ja, hier ist er schon. Na, da ist er schon. Mir. Circle Jerk. Circle. Schön, alle gemeinsam. Oh, da kann man viel in den Circle der Freundschaft. Ey, ich werde nur noch Mustang und Sally benutzen. Das ist einfach die geilste Waffe. So. Jetzt kann man auflupfen oder macht er wieder eine Round? Wo ist er denn hin? Keine Ahnung. Ey, wie viele Rounds macht der denn? Wir können die Gondel, komm, schnell rein in die Gondel. Warte. Doppelgondel Party, ich bin da. Wiedersehen, Gondel ist voll. Also da oben lag nichts, ne? Ja, da unten ist er auch schon. Ey, das ist schon ein bisschen übertrieben, hast du ja schon gesehen. Schon ein bisschen übertrieben, echt. Ja, aber wir kennen jetzt die Strategie, wir kennen den Guide, wir wissen Bescheid. Aber das ist echt eine heftige Karte, also es könnte eine offizielle sein, so vom Umfang her. Ganz ehrlich. Deswegen wird auch BO3 irgendwie immer relevant sein, wegen Custom. Wegen Custom, ja.
Weil es sieht halt auch noch gut aus, ne? Es ist irgendwie auch noch richtig schick. Ja, nee, also so. Gegen World at War zum Beispiel, das sieht halt jetzt nicht mehr so frisch aus, aber das hier, das sieht gut aus. Diesen einen Zombie-Modus haben wir, glaube ich, nur das erste Level gespielt, ne? Mit diesem. Was war denn das? Ach so, du meinst World War II? Ja, ja. Nee, haben wir da nur eins? Ich glaube, da haben wir nur ein Level gespielt oder so. Müssen wir mal nachholen, der ist eigentlich ziemlich gut, ne? Ja, aber er hat uns halt auch nicht so gereizt, dass wir gesagt haben, geil, wir müssen weitermachen. Dann lieber. Ja, ich weiß gar nicht mal, was da war. Oh nein! Oh, Panzerboy! Hast du ein Ding? Zwei! Hast du hier so einen Gersh? Nein! So viel Glück hatten wir nicht. Was ist das? Perk! Oh nice, wieder Perk! Perk Slot acquired. Hinter dir, hinter mir! Schieß alles mit deiner Sally! Okay, er ist weg! Er fliegt in die Anlage. Ist er reingeflogen? Ja. Oh. Alter, wie viele Runden man hier machen muss, ne? Okay, ich weiß nicht wohin, aber... Er ist da irgendwie wieder in die Anlage geflogen. Gerade mal so ein bisschen am Suchen. Hier, hab ihn. Wo? In diesem... Wo der Feuerraum ist, wo der Feuermann ist. Okay, ich komme wieder hoch. Schon runter. Hältst du durch? Ist noch gar keiner hier. Okay, bei mir ist total die Mega-Party. Komme. Ist das eine Ebene über mir? Ja. Ah, diese ganzen Ebenen in meinem Alter. Ist ja ungesund. Alter, das ist schon heftig. Das Ding jagt uns quer in alle Richtungen. Hier. Okay. Okay, okay, warte, lass den noch leben, lass den leben. Oh. Ah. Glück gehabt. War ich schon im Rausch. Wo will er nun hin? Was hat er denn nun vor? Was hat er denn jetzt vor? Fang mich, fang mich. Jetzt spielst du schon wieder Heroin Hero. Was hat er denn jetzt vor? Okay, ist er jetzt voll oder will er noch? Ah, nochmal Megusto. Alter, 12 Runden hier oder was? Als rein. Ohne 19. Noch so proud gewesen, dass wir hier so schön durchsliden. Diese Mustang and Sally behalten. Dann hast du einen halben Gewinn. Aber wie schon gesagt, jetzt geht mir langsam aber sicher die Munition aus. Wir hatten vorhin 40 Mal Max Ammo. Ja, 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 jetzt wird's belgisch. Zum Glück braucht er nicht so arg viel. Achtung, die kommen von jeder Seite. Ah, Mist, da war eine Nuke noch drin. Nukeborn. Nukeporn. Der Cutter ist doch unendlich viel Geld, ne? Also, saust du, guck dir mal unser Geld an. Ab einem gewissen Punkt ist es einfach... Komm schon. Mangiade, mein Freund. Lutsche diese Seele. Hast du noch Sally-Munition? Ja, für den Notfall habe ich noch ein bisschen Sally-Muni. Nimm die mal lieber jetzt. Nimm die mal lieber jetzt. Ja. Double Points. Jetzt muss er mal durch sein. So nicht sein Ernst. Jetzt. Wo ist er hin? Er rutscht runter. Ich glaube, man kann ihn aufheben. Okay. Einen am Leben lassen. Oder? Wo ist er hin? Ahnung. Oh, ich bin tot. Oh nein, Mr. Hush Monkey. Warte. Warte, warte, entspann dich. Jetzt. Komm schon. Ja. Dr. Schniedel. Okay, aufgehoben. Nice. Okay, einen am Leben lassen, damit dich ausstatten kannst. Ja. Boah, da waren noch Hunde. Dr. Schniedel hat er gesagt. Okay. Jetzt ist nur meine Microwave weg, aber es ist nicht so ein Drama, glaube ich. Weil die brauchen wir eigentlich nur fürs Easter Egg, oder? Okay, was hast du denn jetzt noch? Eine Shooty Shooty, Mustang and Sally. Ja, ja, genau. Mustang and Sally und ein LMG. Jetzt ist nur die Frage. Jetzt habe ich keinen Flopper mehr, deswegen muss ich mega aufpassen auch. Nee, aber hol dir Nogga, Double Tap. Stamina ist auch ziemlich erotisch. Warte, ich hole mir zuerst hier Double Tap. Michael Double Tap? Michael Douglas?
Aber wo war der Schnuger? Der Schnuger war, glaube ich, bei den Docks diesmal. Henry Schnugmund. Speedcaller. Dann können wir jetzt hier den Orb unten ins Gewächsding reinschieben. Dann machen wir einen kleinen Steckerli. Ein Steckerli, Schleckerli. Schleck und Stift. Kleiner Schleck und Stift. So, Schnuger habe ich. Das ist eine brutale Karte. Aber ich finde es krass, dass bis jetzt die großen Amis sich gar nicht draufstürzen. Weil so Karten werden eigentlich immer voll aufgezogen von den großen Zombie-Custom-Stars. Ja. Das macht niemand. Ich weiß nicht, manchmal streamen die das auch, dann geht es ja auch schneller an einem vorbei. Ja, aber die Streams haben so oft direkt zusammengeschnippelt, die lassen sich sowas nicht entgehen. Eine gute Karte ist eigentlich sofort immer mit noch einem richtig guten Easter Egg und da kommen ja auch noch Cutscenes und so drin vor. Das wird eigentlich immer ausgeschlachtet. Das ist immer gleich, wow, krass, das könnte das neue DLC sein. Neue Cutscene und so. Das wird eigentlich immer gemolken. So eine ja, ganz ja. Ja gut. Ich habe Double Tap, schneller laufen, Gänsemilch schneller rausgezogen. Nachladen. Kannst jetzt 5 nehmen, ne? Schnuger. Ja, aber was nehme ich als 5? Schneller wiederbeleben. Definitiv. Wenn einer down geht, beim Boss, kann eine Menge bringen. Hab ich auch, deswegen. Ich warte dann hier unten einfach zu mir latschen. Schade, dass man das Schild nicht mal einmal durchmelken kann. Ja, schade. Oder warte, du kannst eigentlich oben bleiben, weil ich glaube, wenn ich das unten reinschiebe, kannst du oben den Ding, weil das ist ja nur hier so, zack, einmal rein. So, jetzt ist der Orb hier. Muss man da nicht irgendwie... Kommt da oben jetzt nicht was gelandet oder so bei dir? Oben? Draußen oder wie? Ah ja, irgendwo. Warte, ich geh mal gucken. Ich fummel gerade noch ein bisschen hier an der Kisch. Da ist ein Teddybär. Dachte, vielleicht bekomme ich was, aber... Affen wären geil oder Gersh. So, das jetzt oben. Au! Es ist direkt in meinem Gesicht gelandet. Echt jetzt? Pick up the golden rod. So, und der Golden Rod, den müssen wir jetzt irgendwo reinschieben. Was war das? Okay. Irgendwo ist jetzt so ein Raketenstart-Gedöns-Dingens. Ich habe jetzt einen Zombie hier, lass ich erleben, ne? Oh, hier ist die Kiste. Ja. Machine Vines haben wir gemacht. Circles haben wir gemacht. Golden Rod, wo muss der hin? The Vril Device. Ah, warte mal, ich hole mir noch das Schild. So, ist mir gerade aufgefallen. Second floor of the Rocket Lounge Room. Was ist der Second Floor? Hier, wo ich bin, glaube ich. Oder? Ja, hier kannst du rotten. Komm zu mir. Hier, aber der Zombie kommt und du stehst im Weg. Okay, rotte rein. Okay, was passiert? Müssen wir hier drin bleiben? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Warte, hier drauf, glaube ich. Okay, die Zombies sind umgekippt. Boah, geil, Alter. Und die Musik und so. Das ist schon episch. Müssen wir hier drin bleiben? Jetzt öffnet sich da unten noch eine Area, wo wir hin können. Und da müssen wir dann den End... Wo öffnet die sich? Unter der... Also irgendwo unter uns. Müssen wir gleich gucken, wie das geht. Alter, wie episch. Das ist schon geil, Mann. Das ist schon echt krass. Alter, die Rakete startet. Krass. So richtig mit Animation und allem und nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, jetzt müssen wir wieder runter, komm. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir hier runterkommen, eine Ebene tiefer. Oh. Da ist dann irgendwo was. Alter, was geht jetzt? Oh, hier ist die Plattform, müssen wir drauf. Welche Plattform? Da, siehst du nicht? Guck mal hier. Hier ist das zwei blaue... Achtung, Zombie kommt. Da müssen wir hin. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg da runter finden. Steht irgendwas im Guide? Nö, steht nur, öffnet sich eine Arena und da müsst du hin. Tja, jetzt brauchen wir nur noch einen Weg dahin. Press the console to launch the rocket and open the boss fight arena. Ah, hier, beim Fahrstuhl. Komm zu mir. Okay. Hier hin. Ah.
stell dich auf so ein Ding. Und jetzt geht's rund. Wie, jetzt geht's rund? Jetzt sind wir bei Mungolo. Ich bin gar nicht vorbereitet. Bist nicht? Nicht richtig. Wir müssen jetzt diese Orbs hier füllen. Da ist Mungoman. Alter, ist der riesig. Also immer wenn die Orbs voll sind, können wir Mungoman angreifen. Was ist mit ihm? Okay, Moment, wenn die Orbs voll sind. Ja. Oh, ich hätte vielleicht... Das ist nochmal Ammo. Die Orbs da? Genau, die Orbs an der Seite. Die müssen gefüllt werden. Er schießt ab und zu irgendwie komische Lasernippel. Alter, die Lasernippel machen mich fast tot. Na gut, das ist sein Ziel, oder? Der will uns umbringen? Was? Die Hunde immer als erstes rauspicken hier. Kackviecher. Das müssen wir, glaube ich, dreimal oder viermal machen. Einer hast du schon mal da, ja. Jetzt können wir ihn angreifen? Nein, 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 alle müssen sein, alle müssen sein. Dann können wir ihn angreifen. Dann macht er wieder alle zurück, dann nochmal, dann macht er wieder alle zurück, dann nochmal. Wir brauchen halt Split. Der Doktor sagt, wir brauchen mehr Split. Mehr Split? Sammle am besten immer so eine kleine Menge. Ja, ja, mach ich ja, mach ich ja. Dann crowd ich die da dran vorbei und dann... Genau. Oh oh. Cross crowd. Holt eigentlich okay. Da den Hügel rum. Okay, ich bin tot. Nein! Warte. Willkommen zurück. Oh Mann. Aber ich hab nichts mehr. Ah, muss jetzt versuchen irgendwie. Wow, der Boss hat mir eben gerade voll einen reingesplittet. Oh. Du bleibst oben, ich bleib unten. Weil eben gerade haben wir uns so doof gecrossed. Ja, jetzt werde ich auch gerade hochgetreibt von dem. Oh, nee. Keine Chance. Warte, ich hol dich gleich. Und die ganze Band jetzt einmal eine große Runde mit. So. Wie der Boss auf mich schießt. Lauf, 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 lauf. Eins. Zwei. Wie viele Orbs brauchen wir noch? Zwei. Aber jetzt habe ich hier gerade so viele. Okay. Einer noch. Der da drüben. Ich höre Panzer-Sounds. Oh, echt jetzt? Da kommt auch noch ein Panzermann. Yep. Es ist so kacke, wenn du in so, bei sowas einmal down gehst, weil du halt nichts mehr hast und es gibt ja nicht mal einen Perk, dass du irgendwie die Sachen aufbewahren kannst. That's the game. Ich schieße auf Panzermech Sacken. Ist down. Hab dich. Run, run, run. Run, boy. Okay, nur noch der hier. Jetzt keine oh, Chance. Judge, Fatsch. Hunde, konntest du dich auf die Hunde? Oh. Keine Chance, ey. Warte, warte, warte. Ich muss meinen DG4 mal mitnehmen. So. Welcome. Direkt wieder down. Irgendwas? Hat mich, irgendwas hat mich sofort wieder niedergerissen. Ah ja, der Boss schießt ja auch noch so Kugeln. Wenn du einen leichten Hit hast, maybe bist du direkt wieder down. Oh, kacke. Wir wollen aber auch alle nur zu dir. Ja. Brauch hier noch ein bisschen Seele. Diese Hunde. Jetzt, 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 jetzt. Ist gut. Yo. Jetzt können wir den Endboss, glaube ich, angreifen, oder? Nee, da ist noch ein Orb. Immer noch einer. Ja, da ist noch ein Orb, der nicht leuchtet. Lauf. Muss mein DG4 mal holen. Ach, der da hinten leuchtet nicht. Hier am DG4, der leuchtet nicht. Ja, und das ist auch der... Cody Mexack-Schweiß. Alter, der Boss. Alter, der Boss. Oh, Nachladen dauert halt einfach 140 Jahre. So, nimm sie. Hab ich sie? Ich weiß es nicht. Ja.
Dreckshunde. Ich bin tot. Ich bin tot. Kann ich trotzdem auf ihn schießen? Weiß es nicht. Warte. Schieß drauf. Ich hab drauf geschossen. Er hat geweint irgendwie. Hab dich. Oh ja, da kommt ein riesiger Orb runter. Hä, du bist schon wieder down? Ich bin einfach direkt wieder down gegangen. Ich geb dir mal ein bisschen Zeit. Lad alle deine Waffen durch. Ja. Oder was ist das jetzt hier? Ein Minenfeld? Oder was passiert hier? Oh nein! Was wirklich? Denn? Da kommen irgendwie Flammen aus dem Boden. Wieso tun sie denn das? Hass. Oh, die Zombies brennen jetzt. Oh no. Ach nö. Boah, ich wurde voll angeknuspert. Oh Gott. Oh mein Gott. Jetzt muss ich ja noch durch diese ganzen Flammen irgendwie durch. Boah. Du brennst. Ja. Mach den Hund tot. Welcome back in the game, man. Oh mein, ey, das ist ja richtig mies. Du brennst, da kommt ein Hund, da bist du am Arsch. Zur Kugel ziehen, zur Kugel ziehen. Nee, ich hab keine Chance, Alter, wirklich nicht. Es ist unbelievable krass. Oh nein, 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 Dr. Spiel. So, ich hol dich. Das Problem ist, wir kriegen gerade gar keine Seelen rein. Wir kriegen keine Seelen rein. Wir können irgendwie auch. Ich kann ja nichts kaufen. Das ist so ätzend. Wenn es wenigstens hier irgendwas gäbe, wo man sagt, hey, ne? Boah, ich brenne schon wieder mit meinem Lazy Eye. Kommen da überhaupt Seelen rein? Ah ja, doch, ja. Sie ploppen auf. Oh, aber dann. Nein, direkt vor mir. Huiuiuiuiuiui. Oh, Mann. Ui, 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 ui. Oh Mann, ey! Renn, 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 renn. Mit deinem Meatmouth mit hier. Mein Meatmouth? Oh Gott. Wir gehen die Affen aus. Okay, ein Orb ist an. Wir gehen die verdammten Affen aus. Oh, ich brenne jetzt auch richtig böse. Schieß! 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 Lauf, 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 lauf! Oh Gott! Oi, 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 oi. Oh mein Gott! Oh mein! Oh wow, wow, wow! Ich brenne! Ich krieg auf die Fresse hart. Sehr belgisch. Gibt's irgendwo ein Perk auf dieser Map, wo man sich dann gegen Feuerschaden irgendwie immun machen kann? Und wenn, kenne ich ihn nicht. Hier, bitteschön. Oh, Mami! Er hat gesagt, er sucht seine Mom. Ey, wir brauchen Muni. Ne, gibt's immer nur am Ende. Ich glaube, ich hab. Oh ja, Taucher kommt. Okay, zimmer den Taucher weg. Ich hab mich selbst ein bisschen gezimmert. Oh, warte, warte, warte. Wo ist Mr. Taucher? Ich weiß es nicht. Da drüben ist die Muni. Muss ich nehmen. Mich wieder zu beleben. Sorry. Taucheralarm. Oh. Nein, 46? War da richtig Party oder was? Okay. Zieh sie mal hier runter. Ich habe sie hier hingezogen und bin gestorben, weil ich mich wieder selbst gesprengt habe. Ist das kacke. Ey, da hast du verloren. Da hast du verloren. Einmal liegen ist vorbei. Klar, das ist... Nein! Jetzt lieg ich, glaube ich. Obwohl... Oh Gott, das war mega Glück. Das war eben mega Glück. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ich laufe. Okay, welcher Orb ist denn schon überall voll? Der da ist... Die brauchen wir noch alle. Alles, was leuchtet, ne? Die dauern ja ewig, die Orbs. Einer ist wieder voll. Ich steck fest. Achso. Achtung, da kommt wieder Lava. Lava Round. Lava Round. Oh, zack, zack. Lava Padava. Lava Padava, ja. No Split for everyone. Ich habe kein Schild mehr. Jetzt wird's richtig interessant. Jetzt wird's richtig partymäßig. Na, Kotze. Come on, baby.
noch eine Seele rein. Will er nicht. Doch, hat er genommen. Put the soul in the box and make it happen. Okay, letzter Affe. Das war mein letzter. Wenn du jetzt down gehst, wird schwierig, dich zu holen. Viele Soulen brauchen wir dann noch hier. Aber du hast einen noch gefüllt. Ja? Nein! Der Taucher! Der Taucher! Ich werd getauchert! Sally ihn. Ich hab keine Munition mehr. Der Taucher hat aber Munition. Na gut, aber den krieg ich nicht tot. Neu, ne? Muni! Jawohl. Ja. Aber tut mir leid. Hund. Ich kann nichts machen gegen einen Hund. So, jetzt hole ich dich. Ich liege halt echt beschissen. Geht der Hund da auch hin? Ich glaube nicht, aber du musst auf den Dude schießen. Auf welchen Dude? Da hinten, so. Der große Dude. Er vibriert. Es könnte sein, dass jetzt Munition nochmal kommt. So, noch einmal, glaube ich. Und dann kommt die lange Bossphase. Wie? Dann kommt die lange Bossphase? Ja. Ohne Witz. Da ist Muni. Warte, ich sammle die gleich. Ich hätte noch Affen geworfen. Achso, ja, Mist. Egal, du hast wenigstens Muni. Oh nein! Das war's. Du brauchst deine Perks. Ich war nur da beschäftigt, dich zu retten. Ja, sag ich ja. Ich glaub, wir waren so kurz davor. Geschafft. Oh Gott, ey. Das ist so anstrengend. Mann. Wenn du einmal down gehst in dem Raum, hast du verloren. Ja, du musst alles haben. Du bist richtig am Arsch. Ah, frisches Schild, alles. Ende Gelände. Ein Versuch noch. Ein qualvollen Versuch noch. Mal sehen, ob wir es hinbekommen. Diesmal mit Kaugummi und so wird es leichter. Mit Kaugummi und allem, mit Bubblegums. Du weißt doch, mit Kaugummis wird alles gut. Okay, ich komme runter. Da muss ich, glaube ich, mit dem Lift noch fahren. Einmal irgendwie, mit dem Lift, ne? Und dann ist es direkt da beim Lift. Schnapp dir den Lift, komm dann runter. Ajo, komm ich nun in den Keller. Ich werde einfach die ganze Zeit meine Mustang in Sally behalten und wenn die alle ist, werde ich auf Raygun umswitchen. Hier hin. Ja. Da auf der Platte jetzt stellen. Ja. Geht's dir gut? Lebst du? Okay. Noch? Ja, er wollte mich kurz natzen. So. Munition noch nicht. Ich sammle die Muni ein. Ich sammle sie ein. Ich kann sie auf jeden keine Fall. Die Drop gleich in der Mitte. Oh, ich hasse dieses Screenshaking, ne, ey. Da wird mir kurz übel von. Ekelhaft wird dann nochmal hier, wenn das Burn losgeht. Also schön direkt hier immer Hunde alles wegholen, ne? Und ja, kannst jetzt ein paar Affen rauswerfen. Schmeiß ruhig deine Affen raus. Schmeiß sie irgendwo hin. Ja gut, aber... Ich sammle ja gleich die Muni hier. Ist halt ein bisschen Stress. Weniger. Schmeiß sie einfach zu den Orbs. So, Muni. Oh. Alright. Here we go, friends. Oh, die wollen alle zu dir. Oder wo auch immer die da hinrennen. Aua, er mit seinen kleinen Kügelchen hier. Ja, die tun richtig weh, die kleinen Miniballs. Ja. Kleine Miniballs. Und mit einem Haps sind die im Mund. Und Hunde immer weg, ne? Hunde immer weg. Max Hundefokus. Keiner mag Hunde. Maximum Dogen. Boah, der Hund direkt von meiner Fräse. Renn. Komm. Bulla. Alter, wie schnell geht denn hier meine Waffe auch leer? Gerade wird Munition gezwackeldudelt. Als gäbe es keinen Morgen. Richard Zwackdudler. Schade, dass der hier kein Dings reingemacht hat. Widow Wine. Ja, er geht allgemein sehr geizig mit vielen Sachen um. Hey, diese kleinen Schleckballs, die der Boss macht. Ja. Die schlecken nur einmal kurz rein, aber tun ungemein weh. Alright. Das hier auch schon? Nee, das noch nicht. Oh, das ist ein Hund. Alter, der Speedköter. Da war ja richtig auf Manjula. Der lässt doch nicht locker. Die kleinen Sips. Ich glaube, die sollen einen daran hindern, stehen zu bleiben. Weil die treffen dich überwiegend, wenn du stehst. Ja. Nein! I touch you! Nein! So nicht, mein Freund. I touch you! You touch me? Der ist voll. Habe ich da Panzer gehört? Ja, perfekt. Weggeben. Ja. Sehr gut, der Orb ist voll hier. Achtung, machen wir hier einen Affen hin. Schön entspannt in die Crowd rein. Sippen. Alter, diese Miniballs!
Ist fast gestorben voll. Eben an Miniballs. Kleine Klöten. Das ist gefährlich. Kleine Klöten. Ne, das. Wie das Zirkusvolk es eben so ja, hat, ne? Oh, oh. Nicht draufgehen, nicht kleine draufgehen. Kleine Hände. Okay, ich glaube, wir können jetzt anschuten, oder? Sind alle an? Ja. Schieß ihn ein bisschen mit der Sally rein. Nice. Das war's schon. Es müsste gleich so ein Mid-Orb kommen. Ich hab einen Affen geworfen. Kannst ruhig einen Affen jetzt werfen. Ich nehm deine Munition. Okay, warte, ich werfe einen raus. Okay, einer ist draußen. Ich sammle es gleich ein. Oh oh, Heatwave. So, das ist wieder volle Muni. The heat is on. Obwohl, so Coverversionen dürfen wir nicht mehr machen. Einige sind zu gut, sie werden detected. Ja. Oh oh. Was macht er hier wieder? Irgendwie Sprüche über meine Mom, hat er gesagt. Mach kein Spruch. Mach nix Spruch über meine Mama. Unten am Fleischwurstpalett. Ja, ich habe keine Gegner. Nix. Ja, ich habe hier gerade einen Affen. Okay, einer ist wieder an. Taucher kommt. Tauchmann. Ich habe einen Affen. Er ist weg. Tauchmann down? Ja, weiß ich habe noch keinen ich Tauchmann gesehen. Uni. Ja, da doch, ich habe getroffen. Affe ist raus, kannst einen Affen werfen? Ja, ich werf auch einen, okay. Werf die dann wenigstens zu den Orbs. Ja, gerade wollte ich nur an die Muni ran. Aber jetzt kommt der Affe to the Orb. Oh, sammelt euch. Ihr Kinderlein. Okay, der nächste ist voll. Sehr gut, sehr gut. Oh, go, go. I have to go. Der ist voll. Da ist noch einer. Boah, high concentrated. Ja, ja, Mann. Ist hier not funny anymore. Das macht keinen Spaß mehr. Das ist. Jetzt ist totale Ernst. Ja, für einige Zombie-Spieler, die sagen, hey, das ist meine Religion. Hab wieder einen voll. Taucher kommt, kannst einen Monkey droppen. Wow, 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 wow. Alles klar, Muni. Der Monkey Man, ist dann der zweite. Kommen jetzt alle schön hier zum Orb. Ja. Okay, Orb ist. Waren das alle? Kann sein. Ja, kannst du anschuten mit Mustang. Schmeißen Affen als. Oh, 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 beinahe down gewesen. Okay. Kannst auch einen Affen werfen, kommt Muni. Sicher? Ja, immer wenn der Orb kommt. Ich sammle immer die Muni. Lass mich einfach immer einsammeln. Ja. So, Muni ist da. Oh mein Gott, es kommen irgendwelche blauen Wellen. Ach du Scheiße. What is Gögö on? Digi 4. Oh mein Gott. Man wird geblitzt, dudelt, aber so richtig widerlich. Alter, was hat der hier für Superkräfte? Oh no, der lenkt die auch, sehe ich gerade. Okay, wir müssen so ein bisschen mit dem Strudel gehen. Das ist ein Strudel, hä? Alter, ist der fies, der Boss. Da war ein Hund, den habe ich direkt mal ausgenockt, dudelt. Werf mal einen Monkey. Hast du in der Nähe von einem Orb geworfen? Ja, ja. In den Orb hinein. Alter, der ist ja auch echt ein krasser Dude, ne? Oh, ich use ein bisschen meine Ray. Noch habe ich was in der Sally. Ja, aber die spare ich mir für ihn, weil damit kann man ihn ganz schnell ausnocken. Das werde ich ein bisschen auf Ray machen. Auf L-Ray. Wow, wow, wow. Gerade so böse Damage, ein Hund! Köterli! Alter, die Orbs wollen jetzt aber richtig Saft, ne? Die wollen richtig Saft, die hören gar nicht mehr auf zu schlecken. Also der Orb, der schleckt mir an meiner Vanunu, als gäbe es keinen Morgen.
Der lutscht die ganze Grapefruit aus, sage ich dir. Okay, einer. Taucher kommt. Ich mach hier einen Monkey hin. Hundi, Vorsicht. Taucher ist bei mir. Oh Gott, Alter. Boah, boah, DJ Taucher will's wissen. Boah, ich werd getauchert. Ich hab einen Affen out. Ist der noch da, der Taucher? Ja. Oh, da liegt Muni. Oh, nee, liegt. Ich hol. Hier ist auch wieder ein Affen out. So ein bisschen Souls rein. Nudeln. Okay, ich glaube, der ist voll. Ey, ich blick auch gar nicht mehr durch, weil diese ganzen Lichteffekte machen mich so blind. Okay, noch ein Tauchermann. Kannst Affen werfen. Ich habe hier einen beim Orb schon mal gezündet. Ich sehe halt nichts, weil es immer nur blitzt in meinem Gesicht. Orb ist full. Der Orb ist auch full. Welcher Orb ist noch nicht voll? Der hier. Boah, was geht hier ab? Okay, Max Muni. Boah, Stress, Mann. Hunde. Wieder einen voll. Okay, ist noch der ein Taucher. Hier. Boah, ich musste eben gerade ein Orb werfen, weil ich hier so eingeklincht. Orb. Ein Affen. Ich hab eben gerade fies geklincht. Stein herum. Kannst einen Affen werfen? Er ist offen. Schieß drauf. Ja, Baby. Alter. War's das? Ich glaube, wir haben ihn. Alter, was für ein Fight. Alter, er dreht sich im Kreise. Er wird weggespült. Dance, oh, da kommt was. Nobody's watching. Da kommt sein Bällchen, das, sein Ei. Oh, warte mal, das macht Geräusche. Alter, ich hab das Führerei. Oh. Das lang vermisste Führerbällchen. Alter. Oh Mann, das war wirklich. Also, das war eine ultra krasse Karte. Boah, Boys. Oh. Unglaublich. Jetzt wird er hier konserviert. Eingepackt. Eingepackt, ja. Bam! The nice. Cycle continues. Richtig geil. Geil, Mann. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewertung dalassen, einen rausdrücken. Bis zum nächsten Mal und tschüss! Wiedersehen.